Hallo, herzlich willkommen jetzt zum Heiligabend. Advent ist vorbei, Weihnachten endlich vor der Tür. Wir sind heute zu dritt, die Marlene, ich und Nico. Last Christmas, was? Nico, wir fangen an, Weihnachtsfest. Ach, geht schon los, frohe Weihnachten, Philipp. Ja, dir auch, Nico. Oh, oh, hast du dein Geschenk schon auspackt? Nein, wir warten. Ach, wir warten, stimmt. Genau, erst kommt das Essen, das Gemeinsame, ja. Dann Lieder singen. Je nachdem. Ich bin doch schon so aufgeregt. Ja, Geduld, Geduld. Hey. Das ist meins, gell? Oder nee, das war deins. Aber es gibt heute noch einen anderen Grund, aufgeregt zu sein, Nico. Stimmt, Oma kommt. Ja, Oma auch. Oh. Wobei, wer weiß, vielleicht Oma ausgerechnet nicht. Aber wir haben einen anderen Gast. Den Weihnachtsmann. Nein, die Weihnachtsfrau. Hallo Marlene. Hi. So, schön, dass du da bist. Das gelbe Sofa, der gelbe Sessel hat auch heute wieder einen besonderen Gast für uns. Mhm. Bitte Marlene, unsere Jugendreferentin, sag doch noch ein bisschen was zu dir. Wie kommst du hierher? Was hat dich hierher bewegt? Naja, also ich bin hierher gekommen mit meinem Auto. Ich bin angefragt worden, ob ich Lust habe, den Heiligabend-Impuls zu halten. Und dann habe ich mich jetzt vorbereitet und da ein bisschen reingedacht in den letzten Tagen und jetzt bin ich hier. Genau. Wir hatten ja in den letzten Adventssonntagen viele Perspektiven und wollen heute mit einer Perspektive abschließen. Wir sind ganz gespannt, welche Perspektive hast du uns heute mitgebracht? Ich habe die Perspektive Gottes dabei. Tatsächlich war das in der Vorbereitung auch mit Höhen und Tiefen geprägt, weil ich zwischendrin gedacht habe, wie soll ich denn Gottes Gedanken irgendwie darstellen. Ja, es ist was draus geworden. Ich denke einfach ein kleiner Blickwinkel in eine große Perspektive Gottes. Da sind wir auf jeden Fall gespannt und ja, freuen uns jetzt einfach auf deine Worte. Danke. Genau. Oh ja, die andere Kamera. ja, ich beginne mit uns mit einem kurzen Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du heute auf die Welt gekommen bist, heute an diesem Tag, wo wir dich feiern, deinen Geburtstag, möchte ich bitten, dass du uns begegnest durch meine Worte, die ich spreche. Amen. Da sind sie, die Menschen, alle so unterschiedlich, so einzigartig. Ich mag sie. Auch wenn ich mir das mit unserer Beziehung anders vorgestellt habe. Sie leben ihr Leben, manche gestresst, gefordert vom Leben, manche mutlos, manche fröhlich, manche gelassen. Viele leben in den Tag hinein, wissen nicht so genau, wozu ihr Leben gut sein soll, wie sie es sinnvoll gestalten sollen. Dabei habe ich sie geschaffen. Jeder einzelne Mensch ist mir ähnlich, liebevoll gemacht. Jeder mit unterschiedlichen Fähigkeiten, weil ich mit jedem dieser Menschen auf ganz individuelle Art zusammen sein und ihn gebrauchen möchte. Doch die Menschen gehen oft ihre eigenen Wege. Sie haben es vergessen oder verlernt, mich wahrzunehmen. Dabei versuche ich immer wieder, die Menschen zurückzugewinnen, auf mich aufmerksam zu machen. Ich schenke ihnen Siege, begleite sie bei Nacht und Tag durch Wüstenzeiten, sorge mich um ihr leibliches Wohl. Einzelne Menschen wähle ich aus, um zu vielen Menschen zu reden, ihnen Dinge anzukündigen, sie zu warnen oder ihnen Hoffnung zu geben. Trotzdem und gerade weil diese Beziehung zwischen den Menschen und mir gestört ist, passiert viel Böses. Die Menschen beanspruchen Dinge für sich, die nicht ihnen gehören. Es gibt Krieg, Tod und Verfolgung. Das stimmt mein Herz traurig. Wie die Menschen gegeneinander sind, statt füreinander da. Das passiert schon seit Anfang an. Denn mir ist es wichtig, dass die Lebewesen für sich selbst entscheiden können. Ich zwinge mich den Menschen nicht auf. Sie sind frei, auf mich zu hören und mit mir in Gemeinschaft zu leben.
Doch als Folge werden auch falsche Entscheidungen getroffen. Manche aus Unwissenheit, manchmal auch mit Absicht. Über eine lange Zeit gab es mal mehr und mal weniger düstere Zeiten. Ich habe lange gewusst, dass der eine Moment kommen wird. Ich muss den Menschen zeigen, wie unglaublich viel wert sie mir sind. Immer weiter haben sich die Menschen von mir entfernt. Für sie ist eine Umkehr zu mir aus eigener Kraft nicht möglich. Ich will mich auf den Weg zu ihnen machen, die Distanz überwinden, ihnen die Möglichkeit geben, mir wieder nah zu sein. Auf lange Zeit habe ich es vorbereitet und geplant, Menschen miteinander in Verbindung gebracht, angesehene und weniger angesehene Menschen mit einbezogen. Immer wieder habe ich es ihnen angedeutet und versprochen. Es wird der Tag kommen, an dem der König Israels wiederkommen wird. Dafür habe ich mir ein junges, scheinbar unbedeutendes Paar ausgewählt. Maria und Josef heißen sie. Manchmal braucht es ungewöhnliche Wege, um gewöhnlichen Menschen zu begegnen. Schließlich plane ich mit diesen Menschen auch einen sehr ungewöhnlichen Weg zu gehen. Ein Engel verkündet den beiden mein Vorhaben. Maria, sie weiß erst nicht ganz, wie ihr geschieht und was mein Gesandter ihr sagen will. Aber sie ist bereit, dankbar und will sich auf das einlassen, zu was ich sie gebrauchen werde. Josef dagegen scheint kalte Füße zu bekommen. Er hat Angst davor, was die Menschen sagen werden. Mein Engel nimmt ihm diese Angst. Dafür gibt er ihm den Auftrag, das Kind später den Namen Jesus zu geben. Auch bekannt unter Immanuel, der Gott, ich, der mit ihnen sein werde. Wenn ich bei den Menschen bin, so soll dies so ganz anders sein, als sie es erwarten. Ich herrsche nicht im königlichen Gewand, führe das Volk zum Sieg und sitze nicht im königlichen Palast. Ich fahre auch keinen Streitwagen mit brennenden Rossen. Ich komme nicht mächtig und mit Paukenschlag. Nein, ich werde durch eine junge Frau zu den Menschen kommen, die vom Heiligen Geist schwanger wird. Jesus, meinen Sohn wird sie gebären. Ich komme als Kind, als kleines Wesen, das bei den Menschen zu der Zeit nicht hoch angesehen ist. Das wird für die Menschen schwer zu verstehen sein. Und ich komme in einem Stall, ein unwürdiger, kalter und dreckiger Ort für einen König. Das scheint nicht zu passen, nicht wahr? Aber dennoch ein Ort, mit dem sich viele gewöhnliche Menschen identifizieren können. Ein Ort der einfachen Menschen. Ein Ort, an dem das Vieh Zuflucht, Futter und einen Schattenplatz findet. Ein Ort, an dem man realisiert, dass es in einem Menschen drin so viel mehr wie in einem Stall aussieht, als in einem schmucken Palast. Ein Ort, wo es viel zu unwürdig, kalt und dreckig ist für einen König. Aber genau diesen Ort habe ich mir ausgesucht. Jesus, Gottes Sohn, mein Sohn, er wird an diesem Ort zum Licht der Welt werden. Jesus, der Säugling, das kleine Menschlein, das auf die Fürsorge der Menschen angewiesen ist, das in Windeln gewickelt und gestillt werden muss. Ich vertraue darauf, dass diese Menschen ihn begleiten, ihn lieben und für ihn sorgen, dass sie Jesus nahe sind und somit ich ihnen nahe bin. Dann gibt es da noch die Hirten, noch mehr gewöhnliche Menschen. Vom wenig angesehenen Hirten bis zum gebildeten Sterndeuter liegen mir alle Menschen am Herzen. Deswegen sollen auch die Hirten erfahren, was in dieser Nacht geschehen ist. Für sie spielen religiöse Feste und Sitten keine besonders große Rolle. Sie leben außerhalb, bekommen nicht mit, was in der Stadt läuft. Bisher haben sie nicht den Eindruck, als würde ich für ihr Leben irgendeine besondere Rolle spielen.
Die Hirten sind draußen in der Dunkelheit. Sie wärmen sich am Feuer. Es ist finster. Nur der Mond, ein paar Sterne und der Schein des Feuers lassen die Augen schemenhaft erkennen, wenn Gefahr droht. Dann erscheint ihnen ein Engel. Er ist hell und macht deutlich, dass ich eine gute Nachricht für sie habe. Die Augen müssen sich erst an die neue Situation gewöhnen. Ein Engel, Gottes Bote, hier bei ihnen? Im Leben nicht hätten sie damit gerechnet, dass ich an sie denke. Aber nach dieser Begegnung mit dem Engel und nachdem sie sich selbst ein Bild von dem Kind im Stall gemacht haben, ist ihnen eines klar. Das neugeborene Kind bringt die von den Menschen erwartete Rettung. Und auch ihnen ganz persönlich. Jesus wird an dem Ort geboren, der den Hirten bestens bekannt ist. Der Stall. Gott, ich begegne ihnen in ihrer Lebenswelt. Ich bin derjenige, der die Beziehung hergestellt hat. Für sie ein Grund zum Dank, zur Freude und zum Jubel. Die schon erwähnten Sterndeuter wissen um die Geburt durch ihre genaue Beobachtung der Sterne. Die Sterne faszinieren die Menschen schon lange. Sie versuchen daraus, die Ursprünge des Universums zu ergründen, die Zukunft zu deuten oder irgendein Zeichen der Hoffnung zu entdecken. Dieses Zeichen der Hoffnung gebe ich ihnen. Als die Sterndeuter in dieser Nacht den hellen Stern am Himmel entdecken, ist ihnen dank ihrer guten Kenntnis des Wortes Gottes schnell klar. Heute Nacht ist es soweit. Das ist unser lang ersehntes Zeichen für die Ankunft des erwarteten Königs. Wie selbstverständlich machen sie sich auf den langen Weg. Natürlich zum Königshof des Herodes. Denn wer sonst sollte besser über die Geburt des neuen Königs Bescheid wissen als der bisherige König? Doch Herodes weiß von alledem nichts. Vielmehr hat er Angst um seine Macht. Nach einem Wortwechsel machen sich die Sterndeuter wieder auf den Weg. Ich weise ihnen den Weg. Beim Stall angekommen wissen sie, hier muss es sein. Weit und breit gibt es keine andere Unterkunft. Die Sterndeuter machen sich nichts daraus, dass die feinen Stoffe ihrer Kleider schmutzig werden könnten. Viel zu groß ist ihre Vorfreude. Die edlen Männer mit wertvollen Geschenken in den Händen gehen in den Stall. Was für ein Bild! In ihren teuren Gewändern knien sie nieder. Stroh und Mist klebt an ihren Schuhen und an ihrer Kleidung. Doch das macht ihnen nichts. Sie haben nur Augen für Jesus. Er ist es. Ihr lang ersehntes Zeichen ist nicht nur ein Stern, sondern viel mehr. In Jesus ist ihr Zeichen sichtbar geworden, Mensch geworden. In ihn setzen sie all ihre Hoffnung. Da sind sie nun, die Menschen, die Hirten und die Sterndeuter, bei Maria und Josef und Jesus. Alle habe ich sie zu mir eingeladen. Manche scheinen bedeutender zu sein als andere. Ich mache keinen Unterschied. Jeder ist eingeladen, jung und alt, arm und reich, gebildet und ungebildet, beliebt und unbeliebt. Ich habe ihnen mich selbst geschenkt. Ich möchte Teil ihres Stalls sein, Teil dieser Menschen, die unperfekt sind, die Fehler machen, die versagen, bei denen es oft unwürdig, kalt und dreckig ist. Ich möchte diese Dunkelheit erhellen, warm werden lassen und Frieden bringen. Lässt du mich herein? Oh, Philipp, komm, Bescherung. Bescherung. Bescherung, ja. Hast du noch Geschenke gepackt im Last Minute, oder? Nein, ich habe es mir weggelegt gemacht und diesen Worten gelauscht und ich muss sagen, ich bin richtig berührt. Wunderschön. So richtig poetisch. Und mit diesem schönen Poetismus ist jetzt kein Wort, aber wunderschönen Impuls wollen wir euch frohe Weihnachten wünschen. Und nicht nur das, sondern auch ein
Ja, ein frohes neues Jahr. Das Weihnachten ist jetzt gekommen, der Advent ist vorbei, die Ankunft ist geschehen, jetzt kann Weihnachten werden. Und wie Weihnachten wird, schließt sich auch dieses Jahr. Es geht zu Ende ein Jahr und das für uns alle in alle Bereiche ganz neue Erfahrungen mit sich gebracht hat. Und auch bei uns im Jugendwerk so einiges umgebrochen hat oder dabei war, während sich Sachen im Jugendwerk umgebrochen haben. Aber wir haben ja auch die Perspektive der Zukunft und aus dieser Perspektive freuen wir uns auf ein tolles Jahr 2021 mit euch zusammen im Jugendwerk. Hoffen, dass es besser wird und dass wir viele tolle gemeinsame Erlebnisse haben können. Wir sind auf jeden Fall hochmotiviert, uns mit neue Sachen, neuen Wegen mit euch auf den Weg zu machen und den Herrn und den Gott, von dem du uns gerade berichtet hast, zu begegnen. Damit frohe Weihnachten. Tschüss. Tschüss.